Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch das aktuelle Glossy Box Unboxing und zwar habe ich meine Dezember Box heute bekommen und es hat einfach wirklich sehr, sehr lange gedauert diesmal. Normalerweise kommt die bei mir am Anfang des Monats, so um ja, die erste Woche im Monat und diesmal ist die einfach so spät angekommen. Wir haben mittlerweile fast schon Ende Monats. Und ja, ich freue mich umso mehr, die Box auspacken zu können. Denn es ist diesmal wieder eine Special Box und die kommt hier in so einem richtig schönen schwarzen Karton umher. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich von Herzen sehr, sehr, sehr freuen. Hier oben verlinke ich dir einmal meine Playlist zu den ganzen Verlosungsvideos hier im Dezember und weitere Videos, die du sehr, sehr gerne anschauen kannst. Unten in der Infobox verlinke ich dir noch meine eBay-Seite, da kannst du ebenfalls gerne vorbeischauen. Dort verkaufe ich nämlich Klamotten von mir. Und falls du Lust, Interesse und die Zeit auch dafür hast, dann kannst du dort gerne vorbeischauen. Vielleicht findet sich ja etwas Passendes für dich. So, ich würde sagen, wir packen die Box mal zusammen aus. Und zwar ist das hier so eine richtig schöne Marmorbox. Also das ist halt so ein Marmordesign. Das finde ich so schön. Wir haben hier auf jeden Fall genug Werbung wieder drin. Und so schaut die Box hier einmal aus. Die ist so richtig schön. Und die gefällt mir besonders gut. Heute werden wir die Box auf jeden Fall zusammen auspacken und wenn du wissen möchtest, was sich hier drinne verbirgt in meinem Päckchen, dann bleib auf jeden Fall dran und los geht's mit dem Unboxing der Glossy Box. Ich habe diesen Monat noch gar nicht geguckt, ob jemand schon das Glossy Box Unboxing hochgeladen hat. Ich meine schon, aber ich habe es mir nicht angeguckt und wir werden mal zusammen jetzt gucken, was bei mir denn so drinne ist. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr schön gestaltet. Ich liebe die Glossy Boxen, wenn die so richtig schön gestaltet sind. Hier haben wir auch ein richtig schönes Schleifchen. So, ich beschwere mich ja immer, dass die Schleifchen nicht so schön gemacht werden, wie zum Beispiel bei der Brigitte Box. Und hier diesmal bei der Glossy Box ist ein schönes Schleifchen gesehen. Haben die wohl mein Video gesehen? Ich weiß es nicht. Könnte einem so rüberkommen. Aber wir haben heute, beziehungsweise im Dezember, die Glossy Box Marbleous Winter Beauty Edition. So schaut hier dann einmal das Glossy Box Magazin aus. Hier sind die Sachen drin, die in deiner Box drin sein könnten. Und ich lese euch mal vor, was hier vorne so drin steht. Die Marbleous Winter Beauty Edition. Entdecke deinen Zauber des Winters mit der Marbleous Winter Beauty Edition. Marbleous, das ist unser Beauty-Motto im Dezember. Passend zur winterlichen Stimmung offenbart unsere Marbleous Winter Beauty Edition Produkt-Highlights, die deine winterliche Beauty-Routine unterstützen und dich perfekt gepflegt durch den frostigen Alltag bringen. Entdecke unentbehrliche Must-Haves und lass dich zu neuen, coolen Looks inspirieren, jeden Tag aufs Neue. Im Gegensatz zu klirrenden Kälte draußen geht es bei Glossy Box im letzten Monat des Jahres heiß her. Im Online-Magazin und auf unseren Social-Media-Kanälen findest du neben großartigen Beauty-Gewinnspielen jede Menge Ideen für deine Feiertagslooks und Styles. Sei gespannt auf die ein oder andere Überraschung, die wir für dich vorbereitet haben und vergiss nicht, unseren Newsletter zu abonnieren und um keine News aus dem Glossy-Versum zu verpassen. Okay, da wird jetzt noch blablabla Werbung gemacht. Auf jeden Fall ist das halt eben eine Marbleous Winter Beauty Edition. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was in dieser Glossy Box jetzt drin sein wird. Machen wir eben diese Glossy Box auf. Es riecht eigentlich nach nichts. Hier haben wir einmal den Inhalt auf den ersten Blick. Und ja, gucken wir mal rein, was hier so drin ist. So, als nächstes habe ich etwas, was wahrscheinlich bei mir nicht bleiben wird. Und zwar ist es von Pasa Beauty ein Magic Pony. Also hier steht drauf, magisches Volumen, optimierter Tragekomfort und super flexibles Material. Ja gut, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Hier ist auf jeden Fall dieses Produkt drin und ja, hier hinten steht irgendwie, dass das etwas für die Haare ist. I don't know, also vielleicht soll es Volumen machen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also hier seht ihr ja, die Frau hatte ja erst so recht plattes Haar. Dann hat sie hier mit diesem Sponge, so gesagt, weil er ja so aussieht, hier ein bisschen so hergetupft und hatte die Frau auf einmal voluminöses Haar. Ich habe keine Ahnung, ich kenne dieses Produkt einfach nicht. Ach so, hier ist auch noch etwas dran. Okay.
Also wir haben hier so ähnlich wie ein Sponge drin, ganz normal im Braun. Und hier unten, ich meine hier unten, haben wir hier so ein komisches Teil. Ich weiß nicht, ob man das in irgendeiner Weise in der Kamera erkennen könnte. Wenn ihr das kennen solltet, dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was das ist. Also es riecht echt eklig. Also es fühlt sich eher an wie so ein Sponge, so ein Make-up-Sponge. Ich benutze keine Sponges. Naja, ich weiß nicht, ob ich das Produkt behalten soll oder eher weitergeben soll. Dann können wir ja gucken, für was das gedacht ist. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komisches Produkt. Als nächstes habe ich hier etwas. Und zwar ist das hier die Weta Ultimate Glow Getter Cheek Trio. Das schaut hier auf den ersten Blick einmal so aus, die Verpackung. Ah ja. Und hier haben wir dann solche. Ja, was ist das denn hier? Glow Glitter. Entweder Highlighter oder halt eben dann. Ah ja, hier ist ein Blush, ein Highlighter und ein Bronzer. Ah ja, da habe ich es doch endlich kapiert. Also das ist ein Rouge, das ist ein Highlighter und das ist ein Bronzer. Und das ist in so einer Palette. Und hier ist auch ein Spiegel mit dabei. Finde ich mega cool. Sieht auch auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Hat auch ein bisschen was von diesem Marmor-Design. Als nächstes habe ich dann hier ein Produkt von Love Me Green. Zertifiziert Organic Revitalizing Papaya Face Peeling. Also, es ist von Love Me Green ein zertifiziertes Organic Face Peeling und das ist in Frankreich hergestellt worden. Das schaut hier einmal so aus. Ist auf jeden Fall interessantes Produkt. Ist halt eben ein Gesichtspeeling mit organischem Orangenöl und Argansamenpuder. Werde ich, denke ich, mal ausprobieren, weil es sich recht gut anhört. Und ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich als nächstes von Bernigan eine Caring-Handcreme, die wohl schnell einziehend sein soll. So schaut die hier einmal aus. Ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal genug Handcremes und ja. Oh ja, die riecht gut. Die riecht mega gut. Und dann habe ich hier etwas von Luz, eine Naturkosmetik mit Heilerde. Ein Hydra Booster Zwei-Phasen-Pflege. Einmal die Clean-Maske zur intensiven Tiefenreinigung. Ideale Vorbereitung für den Booster. Und dann haben wir hier den Booster. Der spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit dem Langzeiteffekt. Polstert Trockenheitsflächen auf und belebt und erfrischt. So schaut es hier einmal aus. Und ich denke mal, wir werden das demnächst in einem Maskenvideo testen, denn ich habe schon sehr, sehr lange keine Maske mehr gemacht. Das letzte ist wahrscheinlich ein paar Monate mal wieder her, aber demnächst werden wir auf jeden Fall wieder Maskenvideos zusammen drehen. Und als nächstes habe ich von BB einen Zauberstift Lippenpflege, getönte Pflege für schöne, softe Lippen. Das ist in der Farbe Pretty Pink und so schaut er hier einmal aus. Der ist mega, mega schön. Und das letzte Produkt haben wir hier von 3ENA, The 24-Hours Pen Eyeliner. Ist halt eben ein Eyeliner und der schaut hier einmal so aus, die Verpackung. Und hier haben wir dann einmal den Eyeliner. Genau jetzt kommen auf jeden Fall Eyeliner auf mich zu, weil ich die ja in meinem Halloween-Make-up-Tutorial alle verbraucht habe. Wirklich bis zum letzten Stift, glaube ich. Weil die ja eigentlich recht, ja, selbst eigentlich nicht mehr so gut waren. Beziehungsweise ich hatte die davor schon mal benutzt. Finde ich auf jeden Fall eine, ja, recht coole Box gewesen. Also es sind zwar Sachen dabei, die ich auf jeden Fall benutzen werde. Ein paar Sachen sind natürlich dabei, die ich schon habe und ja, einfach weitergeben werde. Ich finde solche Boxen auf jeden Fall immer sehr, sehr cool, um neue Produkte kennenzulernen. Manchmal sind halt einfach Produkte drin, die man schon kennt oder beziehungsweise Sachen, die man eigentlich kennt, aber halt eben von anderen Marken sind. Aber
Man lernt immer etwas Neues und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall, diese Box ausgepackt haben zu dürfen. Und hier blende ich dir mal den Wert ein, die die Box jetzt im Endeffekt hat. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich von Herzen sehr, sehr freuen. Hier, wie gesagt, verlinke ich dir meine Playlist zu meinen ganzen Verlosungsvideos und auch weitere Videos, die du dir sehr gerne anschauen kannst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!